Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Subnautica. Wir sind nach wie vor dabei, unsere Sachen zusammenzusammeln für den Zyklopen. Und jetzt weiß ich aber nicht genau, warum wir hier waren. Wir hatten hier auf jeden Fall angehalten. Ich glaube, wir wollten zurückfahren. Ja, das Ding hatten wir durch. Schaue ich noch mal hier bei der Kapsel nach. Aber ich glaube, auch da hatten wir nichts mehr. Nein. Dann fahren wir mal zurück. Welcome aboard, Captain. All systems online. Zustand sieht sehr gut aus. Ah ja, wir müssen auch Energie mal aufladen. Weil dieser Sonarping hier sehr viel Energie zieht. Deswegen schwimmen wir jetzt zurück. Was war das? Die Energiezellen. Die ist leer. Wir haben keinen Platz im Inventar mehr. Hier geht's runter. Hier habe ich mein Essen drin. So. Warum bewegt sich das so? Dürfte sich nichts um uns herum befinden. Ah, doch. Das Ding hat uns angeschoben. Na gut. Wir wollen Energiezellen aufladen. Welcome aboard, Captain. Wir brauchen Fische. Inventarfall. Natürlich. Halt, da lang. Seek fluid intake.
Nahrung oder Flüssigkeit werden wir gleich zu uns nehmen. Aber du produzierst erstmal Energie. Und die beiden werden aufgeladen. So, Wasser. Vital signs stabilizing. Leben und theoretisch bräuchten wir jetzt noch was zu essen. Ein Glubscher. Zwei Glubscher. Oh, eine ziemlich einseitige Ernährung hier aktuell, nur mit Fisch. Kleiner Tipp an euch zu Hause, macht das nicht nach. Esst ausgewogen. So, was ich noch machen möchte. Wir haben hier in der Datenbank. Irgendwo hatten wir doch... Daten darüber, kurze Hinweise. Da, Standorte der fremden Einrichtung. Tiefe 800 Meter. Südwestlich der Verstreckungsplattform. Wir müssen jetzt zur Verstreckungsplattform erstmal zurück. Dann, also dort wollen wir erstmal hin. Warum sieht es so aus, als wäre das... Ah, die Seemutter ist stark beschädigt. Welcome aboard, Captain. All systems online. So, weil was ich jetzt gerne hätte... Das war ihr persönliches Glaube. Nein. Na ja, Geräte, Signalboje und Titan. Haben wir ja kein Kupfer mehr. Doch da. Denn ich möchte eine Signalboje bei der Aurora. Obwohl. Ja doch. Bei der Aurora bzw. bei der Verstreckungsplattform platzieren, damit wir diese als Ausgangspunkt nehmen können. Weil die Aurora ist in der Nähe unserer Hauptbasis. Das lag hier einfach rum. Da ist ein Wrack. Aber ich glaube, das ist das, was wir vorhin mit dem U-Boot. Genau. Auf jeden Fall
Es wird ja immer angegeben, südwestlich, südöstlich, nördlich und so weiter von der Vollstreckungsplattform. Wir haben aber keinen Wegpunkt für diese Plattform. Und ich dachte, die wäre weiter hinter der Aurora gewesen. Also in diese Richtung. Beziehungsweise halt in die Richtung ziemlich genau. Doch vorher müssen wir so eine Signalboje bauen. Fällt mir gerade auf. Und wenn wir die haben, können wir die dort platzieren und haben immer einen Wegpunkt, der uns dorthin führt. Ich will mal Escape drücken. Nein, es tappt. Habe ich noch Titan? Ja. Ah, keine Energie hier, wenn die noch am Aufladen sind. Wenn es Nacht ist. Vor allem haben wir ja schon einen Biomasse-Generator, der dauerhaft am Laufen ist, aber der produziert zu wenig. Wie sieht's aus mit dem Tag-Nacht-Wechsel? Eher schlecht. Dann bauen wir das Ding im Zyklop. Welcome aboard, Captain. All systems online. Ja, die können wir dann noch mit dem Namen versehen. Und wenn wir dann wissen, okay, auch wenn ich im Wiki gucke, ja, ist an der und der Position von der Vollstreckungsplattform oder sowas. Keine Ahnung, 2 Kilometer nordöstlich. Dann müssen wir einfach nur gucken, wie weit wir von der Boje weg sind. Das sollte uns helfen. Mein Handy hat sich gerade gemeldet und meint so, ja, Achtung, Hitzewarnung. Gut, dass es mir das sagt. Der deutsche Wetterdienst warnt vor außergewöhnlicher Wetterlage durch extreme Hitze. So, wir müssen aufpassen. Dass wir keine Leviathane anlocken. Ich dachte gerade durch diesen Blaseneffekt, dass uns schon irgendwas hinterher schwimmt. Da hinten habe ich Land gesehen. Da lang. Nein, wo hatte ich jetzt Land gesehen? Da. In diese Richtung. Glaube ich zumindest. Kann natürlich auch sein, dass ich mich jetzt gerade komplett irre.
Aber wir haben ja nicht mal einen Sonnenaufgang. Müsste ja, wenn dann in die Richtung sein. Also Sonnenaufgang. Was ist denn das Sonnenaufgang? Auch hier im Spiel. Und schon sehen wir. Dass ich mich komplett geirrt habe. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich kann höchstens nachschauen, wo es sein soll. Ich glaube, hier im Südosten werden wir nicht allzu viel finden. Außer sowas, ja. Ja, ich bin ja schon weg. Ist ja gut, ich fahr zu weit in der falschen Richtung. Ich guck einfach nach. Aua! Hey! Unfair! Die sollen einen halt davon abhalten, hier die Karte zu verlassen. So, Subnautica. Streckungsplattform. Okay, nordnordöstlich, 1 Kilometer nordnordöstlich von Rettungskapsel 5. Könnte halt unsere sein.
Also in die Richtung. Genau die andere. Damn. Man sollte wirklich mehr mit diesen Signalbojen arbeiten. Ich weiß nur, dass Fabi es halt nicht wirklich gemacht hat, aber der hatte vielleicht auch wie so eine Art. Okay, ein oder zweimal musste ich ihn navigieren. Da habe ich mir halt eine Karte aufgemacht und halt solche Fakten rausgesucht. Das weiß ich noch. Naja, ich sag mal so. Ist egal. Hauptsache, wir finden uns hier zurecht. Gucken wir, dieser Schrott, der hier rumliegt. Ich hoffe nur, dass nicht auf einmal ein Leviathan von vorne kommt. Okay, die Leviathane hier sind in Ordnung. Ich meine aber diese großen. Hier ist wieder so ein Krater. Ah ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, nicht hier sein zu wollen. Auf jeden Fall ist hier ein größeres Loch im Boden, das mit einigen Höhlen verbunden ist. Und viele mit so einer komischen roten Wiege. Keine Anzeichen von irgendwas Alienartigem. Oder irgendwelche besonderen Ressourcen. Nordöstlich hieß es. Genau. Vorher möchte ich aber gucken, welche Rettungskapsel das ist. Nicht, dass wir hier die falsche haben. Nicht, dass wir Rettungskapsel 69 sind oder sowas. Nein, 5. Also geht er von unserer Kapsel aus. Also in diese Richtung. Verseuchtes Vieh. Und der Ort, zu dem wir fahren, heißt Mountain Island. Also die Berginsel.
dass einem das Spiel nicht wenigstens irgendwie eine Karte gibt, die man selber aufdeckt oder ähnliches. Oder wie ein Kartentool, womit man regelmäßig einen Ping setzen muss. Um die Karte freizuschalten. Ein Kilometer. Hä? Da wären wir jetzt da. Oh. Ich glaube, wir sind da. Mountain Island. Die Berginsel. Okay, steht dort, da liegt etwa ein Kilometer. Weil der Spawnpunkt ist aber halt auch immer ein wenig anders. Ja, ich will euch doch nicht. Eigentlich ganz im Gegenteil, ich will euch ja was Gutes. So, kann ich mir hier so eine Boje hinlegen? Ja. Bojenname. Das ist die Verstreckungsplattform. Genau. So, wenn wir jetzt gucken, können wir schauen, Datenbank. Höhensystem mit beträchtlichen Fossilien vollkommen südwestlich der Vollstreckungsplattform. Da lang. Also wieder zurück. Aber dem in 800 Metern Tiefe. Wir kommen halt nur auf 500 ran mit dem hier. Seek fluid intake. Vital signs stabilizing. Ist das hier eine Zeitkapsel? Nein, ein Zyklop-Maschinenfragment. Das können wir uns mal noch schnell einscannen. Falls wir es nicht schon kennen. Wir kennen es schon. Welcome aboard, Captain. Da also jederzeit hier irgendwo aufkreuzen. Man sieht halt nichts. Au. Arschloch. Ich will euch doch nur helfen.
Warte mal, hier ist nicht südwestlich. Ja, südwestlich. Ja, 55% HP, das gefällt mir. 42% HP. Sind aber halt auch noch nicht mal. Wir sind knapp über die Hälfte. So tief wie wir müssten. Wir fahren hier schon Richtung Osten raus. Würde ich sagen, geht's erstmal wieder hoch. Problem ist nur, wir sind doch schon wieder über die Zeit drüber. Also auf jeden Fall dieser Blutwald wieder. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal den Punkt für die Vollstreckungsplattform. Ich will nur noch kurz auftauchen, da ist auch schon die Oberfläche. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, auch wenn es jetzt nicht allzu viel war. Trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat, auch wenn wir nur schleichend vorankommen. Aber in der nächsten Folge finden wir hoffentlich die Verstrickungsplattform. Nicht die Verstrickungsplattform, sondern mit anderen. Und wenn ich nachgucken muss, wie weit es entfernt ist. Aber ich verabschiede mich und sage Tschüss.